vorletztes Heimspiel für Rot-Weiß in dieser Saison. Am Freitag empfing man unter Flutlicht den FC Wegberg Beek. Während es für die Gäste um den letzten Strohhalm im Kampf um den Klassenerhalt ging, lautete die Zielsetzung für unsere Mannschaft, einen weiteren Dreier einzufahren, um den Traum vom Aufstieg am Leben zu halten. Mehr als 11.400 Zuschauer im mal wieder sehr gut gefüllten Stadion an der Hafenstraße unterstützten ihre Mannschaft dabei lautstark. Christian Neithardt setzte erneut auf die Startelf, die bereits gegen Lippstadt und in Lotte als Sieger vom Platz gegangen war und konnte auch ansonsten personell aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Harenbrock fiel kurzfristig aus. Dass die Gäste die Punkte nicht kampflos hergeben wollten, bewiesen sie besonders in der Anfangsphase mit hohem Aufwand. Ballverlust von Young an der Mittellinie. Der Ball kommt zu Bach. Heber kreuzt seinen Laufweg und berührt Bach da wohl. Schiedsrichter Schuh zeigte Heber dafür die gelbe Karte. Der anschließende Freistoß wird getreten von Mike Kühnel. Ein guter Schuss, aber auch ein gutes Spiel übers Tor. Nach gut 20 Minuten dann dieses Foul an Eisfeld von eben jenem Kühnel, der sich dazu heftigen Beschwerden und Gesten in Richtung Unparteiischen hinreißen lässt und auch zu Recht dafür mit Gelb verwarnt wird. Den fälligen Freistoß tritt der Gefaulte selbst, Thomas Eisfeld, aufs Tornetz. Wenige Minuten später dann Freistoß nach einem Foulspiel an der Seitenauslinie. Eisfeld mit der Flanke und da rauscht Herzenbruch heran und es steht 1:0. Felix Herzenbruch mit seinem vierten Saisontor entfesselt die Anspannung auf den Tribünen und verwandelt sie in Jubel. Eine präzise Freistoßflanke von Eisfeld in die große Lücke im 16er und Herzenbruch in bester Torjägermanier. Und RWE drängte auf das 2:0. Nur wenige Minuten später. Weiter Einwurf von Kefkir. Der Ball wird herausgeköpft auf den Schlappen von Young. Was für ein Strahl zum 2:0. Young geht volles Risiko, trifft die Kugel satt und der Ball schlägt unhaltbar für Zabel im Gehäuse der Gäste ein. Hoffentlich hat die Sportschau da wieder ganz genau hingeguckt. Ein Wahnsinnstor. Die 2-Tore-Führung spielte RWE jetzt natürlich in die Karten. Kontersituation über Engelmann und Plechati. Der geht da in den Zweikampf, dann Doppelpass mit Young. Die Flanke landet bei Eisfeld auf Kleinsorge und Engelmann vollbringt das Kunststück, sich selbst anzuschießen, anstatt den Ball ins Tor zu bringen. Zweite Halbzeit, die Gäste mit dem Anstoß, langer Ball auf den rechten Flügel. Der Ball kommt zu Klefisch, der zur Pause eingewechselt wurde und der Pfosten verhindert den Anschlusstreffer. Dann wieder Rot-Weiß, Kefki auf Dürholz. Young lässt durch für Plechati und da fehlen nur Zentimeter zu einem erneuten Treffer. Die Szene quasi ungeschnitten. Der anschließende Abstoß. Ball auf die linke Seite, Heber verliert das Kopfballduell und plötzlich ist Fair frei vor Gold und er erzielt das 2:1. Da standen sie nicht gut da hinten drin. Fair mit viel Platz und ohne Probleme den Ball im Netz zu versenken. Damit war RWE jetzt wieder gefordert und RWE wurde wieder dominanter. Weiter Einwurf wieder von Kefkir. Der bekommt den Ball auch direkt zurück und flankt. Wegberg klärt auf den Fuß von Eisfeld und Zabel mit einer kleinen Unsicherheit. Der Ball geht zur Ecke. Wir springen aber zu einer anderen Ecke, nämlich von links wieder Kefkir. Der Ball auf den Kopf von Daniel Heber. Und Engelmann mit etwas Rückenlage kann den Kopfball nicht aufs Tor drücken. Die Partie wurde hitziger. Die Gäste wollten natürlich noch zum Ausgleich kommen, aber ihnen rannte die Zeit davon. Hoffmanns gegen Kefkir, der läuft den Ball ab. Und dann dieses völlig überflüssige Foul an Kefkir, für das sich Hoffmanns ebenfalls noch gelb abholte. Hoffmanns geriet da mit Hajduk aneinander, aber das blieb für beide ohne Konsequenzen. Die gab es dafür in der folgenden Szene. Herzenbruch mit einem Befreiungsschlag. Die Gäste klären unsauber. Eisfeld geht dazwischen, wird von Kühnel gefoult. Der Schiedsrichter ließ zunächst den Vorteil laufen und unterbrach dann, als dieser doch nicht gegeben war, um Kühnel mit Gelb-Rot des Feldes zu verweisen. Der FC Wegberg Beek also fortan gute 15 Minuten in Unterzahl. Unsere Mannschaft suchte nun die
Entscheidung. Jan Jitsch auf Young, weiter zu Plechati, Hereingabe auf Engelmann und er erzielt freistehend das 3:1. Sein 22. Saisontreffer sorgt für die Vorentscheidung in diesem Match. Plechatis Flanke perfekt getimt, Engelmann hält den Fuß rein und Zabel ist erneut geschlagen. Damit war klar, dass RWE diesen Dreier einfahren würde. Herzenbruch nochmal. Nimmt Kefkir mit. Und wieder wird die Flanke nicht gut geklärt. Diesmal genau auf Herzenbruch. Und auch da fehlte nicht viel zu einem weiteren Treffer. So blieb es dann aber beim 3:1 für Rot-Weiß Essen. Für die Jungs von der Hafenstraße geht es nun zunächst im Pokal zum Wuppertaler SV, bevor am Samstag das letzte Auswärtsspiel der Saison in Lotte gegen den SV Rödinghausen ansteht. Der Traum lebt weiter, nur der RWE